Hallo, ich begrüße euch hier alle. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Mein Name ist Sibel Leila. Ich bin die Mutter von Jan Leila. Mein Sohn ist einer der Terroropfer von München. Wenn ich mich hier so umschaue, ist das für mich unglaublich. Zum ersten Mal fühle ich mich nicht allein gelassen und danke euch sehr für eure Solidarität. Und wir sind hier ja noch nicht alle. In den Städten Bremen, Frankfurt, Hamburg, Jena, Leipzig, Magdeburg, Offenbach, Rostock, Weiden und Zwickau. Und vielleicht noch mehr gibt es heute zum ersten Mal euch auch Gedenkveranstaltungen zum Terroranschlag in München. Geschrieben, gesprochen und geteilt. Das ist so wichtig für uns Familienangehörigen, aber auch sehr wichtig für euch und die ganze Bevölkerung. Der Horror ist für uns noch nicht vorbei. Und auch ihr seid in diesem Land nicht sicher. Wir haben hier vor 6 Jahren kein persönliches Schicksal erlebt. Sondern eine gesellschaftliche Tragödie. Menschen mit rechten Gesinnungen haben sich zusammengetan und in München ein Attentat ermöglicht. So wie sie es auch in anderen deutschen Städten getan haben. Wegschauen, weghören, ignorieren, stumm bleiben, das alles darf nicht sein. Denn in Deutschland werden faschistische Strukturen und rechte Terror nicht ernst genommen und nicht konsequent bekämpft. Für Minderheiten und Einwanderer bedeutet das, dass sie sich hier nicht sicher sein können und dass sie mit ihrem Schmerz alleine gelassen werden. Wollt ihr so ein Deutschland? Nein! Ich nicht! Diese Kinder gehören mit zu Deutschland! Selçuk Kılıç, liebe Sabine S., lieber Can Leyla, liebe Sevda Dağ, lieber Hüseyin Dayıcı, lieber Roberto Rafael, lieber Giuliano Colman, lieber Amela Segashi, lieber Cemal Sebeja,
liebe Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, liebe Familien und Angehörige der Opfer des OEZ-Anschlags aus München, liebe Genossinnen, vielen Dank für die Möglichkeit einer Grußbotschaft. Mein Name ist Ibrahim Aslan. Ich bin Opfer und Überlebender rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Meine Familie wurde am 23.11.1992 Opfer eines rassistischen Anschlags. Bei diesem feigen Anschlag sind meine Schwester Iris Aslan, meine Cousine Aisha Yilmaz und meine Oma Bahida Aslan gestorben. Ich habe diesen Anschlag auf meine Familie nur knapp überlebt. Rassismus ist kein Einzelfall, sondern hat Kontinuität. Noch immer sterben Migranten und Migrantinnen, Juden und Jüdinnen durch rassistische und antisemitische motivierte Taten. Heute gedenken wir den Opfern und Überlebenden des Anschlags vom 22. Juli 2016 beim Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Wir gedenken neun Menschen, die dem Rassismus zum Opfer fielen. Aber gleichzeitig gedenken wir auch allen Opfern von Rassismus, Antisemitismus, heute hier, aber auch jeden Tag überall. Es geht uns darum, die Erinnerungen zurückzuerkämpfen an das Geschehene, an das Vergessene, an das Verschwiegene und die Ursache und die Folgen an das Davor und das Danach. Diese Forderungen sind aktueller denn je. Es ist also wichtig, Orte des Sprechens über rassistische Gewalterfahrungen sowie Antisemitismus zu schaffen. Gedenken ist keine kritische Auseinandersetzung und es werden Betroffene ihre Geschichten erzählen, ihnen zugehört wird und wir uns darüber austauschen, was Ungerechtigkeit ist und wie die Gerechtigkeit aussieht, können wir auch die Spielregeln dieser Gesellschaft und gegenwärtigen Erzählungen verändern. Es gibt viele Erfahrungen und Geschichten, viele Verletzungen, viele Wünsche und Bedürfnisse, viele Perspektiven. Sie gilt es zu hören, aus der Vereinzelung zusammenzubringen, zu vernetzen und so Erinnerungspolitiker, Politiken heranzufordern, als Kollektiv in der Vielfalt. Wir dürfen niemals vergessen, Opfer und Überlebende keine Statisten sind. Sie sind die Hauptzeuginnen des Geschehens. Beste solidarische Grüße, Ibrahim Aslan. Hier wird dem NS-Terror gedacht. Hier an diesem besonderen historischen Ort erinnert sich die Stadt München an den Nationalsozialismus. Die Angehörigen wollen heute hierher kommen, an diesen bedeutenden Platz, denn dieser Platz steht für uns für eine Mahnung, dass rechte Ideologie, dass nationalsozialistische Ideologie nicht mehr weitergetragen werden darf, dass diese aber heute noch existiert. Dafür sind die Ermordeten des OEZ der Beweis. Die rechte, rassistische Motivation des Täters hat dazu geführt, dass die Angehörigen ihre Liebsten verloren haben. Es gibt eine Kontinuität rechten Terrors. Rechte Gewalt, Morde haben nicht 1945 aufgehört. Es ging weiter. Und deswegen kommen wir heute hierher, tragen unser Transparent hierher, lassen es hier mit der Aufforderung an diese Stadt, Gesellschaft. Der rechte Anschlag des OEZ gehört auch zur Geschichte dieser Stadt. Er gehört auch zum NS-Dokuzentrum.